Weberknechtspinne. Auto seltsam Genzi. Die Filmbilder hat der Auto seltsam Genzi in Mittelamerika gemacht. Die Weberknechte oder Schneider, gelegentlich auch Schuster, in der Schweiz, Zimmermänner, Obilionis, stellen eine Ordnung der Spinnentiere, Arachnida, dar. Weltweit sind etwa 4000 Arten bekannt, die Körperlängen von 2 bis 22 mm erreichen. Die Weberknechte enthalten Arten, die gedrungen und milbenförmig sind, daneben aber auch die bekannten langbeinigen Arten. Die größten Vertreter der Weberknechte sind Trogulus torosus mit einer Körperlänge von 22 mm sowie Mitobates stygnoides mit nur 6 mm Körperlänge, aber mit 160 mm langen Beinen. Im Unterschied zu den Webspinnen ist das Kopfbruststück, Prosoma, der Weberknechte nicht vom Hinterkörper, Opisthosoma, getrennt, außerdem verfügen sie weder über Gift noch über Spinndrüsen. Wie alle Spinnentiere, Arachnida, besitzen sie 8 Beine, die bei vielen Arten extrem lang sind. Bei Mirobates stygnoides beispielsweise können die Beine das 25-fache der eigentlichen Körperlänge ausmachen. Daneben gibt es allerdings auch viele Arten ohne diese auffallende Verlängerung der Beine, oder mit sehr kurzen Beinen, die bei einigen Arten kaum länger als der Körper sind. Im Falle eines Angriffs kann sich der Weberknecht von einem Bein trennen, Autotomie, das dann, immer noch zuckend, den Angreifer verwirren soll. Bei jungen Tieren wird dieses Bein in der Regel innerhalb von 2 bis 3 Häutungen regeneriert. Die Plädipalpen vieler Arten sehen oft aus wie Beine, so dass vom unbedarften Beobachter auch 5 Beinpaare gezählt werden. Sie können, bei den Laniatoris, zu einschlagbaren Flengorganen ausgebildet sein, dienen aber meist dem Tasten, der Fortpflanzung oder, bei der Nahrungsaufnahme, als Gliedmaßen, die den Kiefer klauen, Kelikeren, die Nahrung zuschieben. Die Kieferklauen sind dreigliedrig und bei einigen Gruppen sehr groß und auffällig. Im kräftigen und langen ersten Grundglied werden sie waagerecht wie Dornen nach vorne getragen. Da Giftdrüsen fehlen, verspeisen Weberknechte ihre Beute lebend. Ein unter der Lupe auffälliges Merkmal aller Weberknechte ist ein ausgeprägter Hügel, der die Augen trägt. Dieser Augenhügel kann auch zu einem relativ langen Stiel ausgebildet sein. Der Sehsinn ist relativ schlecht entwickelt, auch wenn ultraviolettes Licht wahrgenommen wird. Welche Rolle dies bei diesen nachtaktiven Tieren spielt, ist unklar. Der Körper einiger Arten ist mit teils bizarren und farbenprächtigen Dornen und Zacken besetzt, die sich nur unter dem Mikroskop erkennen lassen. Welche Funktion diese Körperfortsätze haben, die an Krokodile oder Warane erinnern, ist noch ungeklärt. Auch bei Weberknechten kann es einen Sexualdimorphismus geben. Männchen der Laniatoris sind auffällig dunkler als die Weibchen, da ihre Kietenhülle dicker ist. Außerdem besitzen sie meist eine deutlich stärkere Skulpturierung. Die meist in der Bodenschicht lebenden Weberknechte bauen keine Fangnetze, sondern ernähren sich hauptsächlich von mikroskopisch kleinen Gliederfüßern und auch von toten Insekten. In der lockeren Streu des Laubwaldes, in Gärten, Wiesen, Hecken oder naturnahen Parks grasen sie mit ihren Kelikeren abgestorbene Pflanzenteile ab, auf denen mikroskopisch kleine, zersetzende Tiere sitzen. Trotzdem besiedeln sie auch die Bodenschicht oder Bodennähe auch in extremen Biotopen und Ökosystemen, wie Dünen, Mooren, Heiden. Die Plädipalpen tasten dabei voraus, die ebenso wie die langen Beine als Taster dienen. Bis auf wenige Ausnahmen sind Weberknechte nachtaktiv, die mit Hunderten von Individuen pro Quadratmeter den Boden in feuchten Laubwäldern oder Mooren besiedeln. Sehr hohe Individuendichten sind in naturnahen Laubwäldern oder Feldgehölzen feuchter Standorte oder in Bruchwäldern nachts im Spätsommer nach längerer Trockenheit zu beobachten. Die Aktivität ist aber sehr witterungsabhängig. Die Intensivierung der Forstwirtschaft und der Landwirtschaft führte zu einem rapiden Verlust von Biotopen wie Hecken, Knicks und Bruchwäldern, aber auch zu einer quantitativen wie qualitativen Verringerung der Streuschicht in Wiesen und Wäldern und anderen Elementen dieser Lebensräume, wie zum Beispiel Totholz.
Damit ist die intensive Landnutzung die Hauptursache für den Rückgang einiger Arten dieser Tiergruppe. Bei den Weberknechten erfolgt die Übertragung der Spermien direkt. Dabei stehen sich Männchen und Weibchen mit den Vorderkörpern gegenüber und das Männchen führt seinen Penis durch die Kehlekehren hindurch in den Genitalraum des Weibchens. Die Geschlechtsöffnung beider Geschlechter wird durch die Ausbildung einer Chitinplatte verlagert, im Fall der Phalangioida bis direkt unter den Mundraum. In der entstehenden Genitalkammer liegt ein erigierbares und bewegliches Rohr, welches von den Weibchen zur Eiablage, Ovipositor, und von den Männchen zur Begattung als Penis eingesetzt wird. Die Eier legt das Weibchen in kleine Löcher oder Spalten am Boden. Bei einigen südamerikanischen Vertretern der Gundyliptide wurde eine Brutpflege beobachtet, bei der das Männchen ein Nest baut und es, sowie die Eier und die Jungtiere vieler Weibchen, mit denen es sich gepaart hat, bewacht.